Ja, li hallo, meine Jagdfreunde. Und weiter geht's mit den, ja, verwilderten Schweinejagd an den drei Türmen. Wir haben es letzte Mal aufgehört an den mittleren und laufen jetzt die große Straße bis ganz runter. Also wir sind jetzt hier. Wir laufen jetzt hier einfach komplett runter bis ungefähr zu diesem Punkt und dann laufen wir hier ab. Ich denke mal, das wären noch zwei Folgen. Wir lassen uns natürlich Zeit und nehmen mit, was es alles so gibt. Ja, als erstes baue ich natürlich wieder mal mein Zelt ab. Das nehmen wir noch mit. Und dann werden natürlich die Waffen durchgeladen. Und wenn sich etwas tut, dann seid ihr wieder mit dabei. Bis dann. Ja, so meine Freunde. Wir sind noch gar nicht lange in Game. Wir sind gerade mal 67 Meter gelaufen. Und schon habe ich das erste männliche Wildschwein vernommen. Das müsste so aus dieser Richtung irgendwo auftauchen. Und ich hoffe diesmal, dass ich es auch treffen werde. Mit einem guten Schuss, dass es gleich liegen bleibt. Vielleicht soll ich den 740er nehmen. Ich weiß es noch nicht. Müsste jetzt bald auftauchen. Sobald es in Sichtweite ist, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, da ist er. Und der schaut auch relativ ganz groß aus. Finde ich. Obwohl 160 bis 195 Kilo. Männlich und ein Schwein. Ein verwildertes. Ja, wir lassen den jetzt noch ein bisschen näher rankommen, finde ich. Oh, der hat aber drei. Oh, der hat viele Hauer in der Fresse. Leckt mich am Arsch. Ja, sieht mir jetzt schlechter. Ja, sieht ja gut aus. So, dann lassen wir den mal noch näher kommen. Jetzt soll ich, was soll ich machen? 45er oder? Ah, schaut euch die Hauer an. Ja, die sind schon riesig. So, jetzt steht er, aber steht er ungeschickt. Ich möchte ihn gleich irgendwie so treffen, dass ich das Herz erwische. So, wo ist es? Weg. Verdammt nochmal, ich sehe es nirgends. Pass auf, hier war ungefähr der Schutz. Nochmal abschauen, absuchen. Gut, das ist ein Hügel da. Ah! Ich glaube, da liegt sie, oder? Nein. Ja, das ist ja wieder Pech. Aber wir werden es gleich sehen. Dann nehmen wir gleich wieder das mit. Und dann schauen wir mal. War auf alle Fälle groß. Doch, ich glaube, da vorne liegt es. Ist doch nicht allzu weit gekommen. Ja, Lunge, Herz. Genau so soll es sein. Genau so. Dann fängt er diese Jagd schon mal gut an. Die hintere Spur nehme ich mit. Ja, und es kommt natürlich auch noch der Regen. Das ist auch gut. So, jetzt schauen wir mal. Obwohl, so groß ist er eigentlich gar nicht. 171,9 Kilogramm, 672,741 der Score. Aus 33 Meter Entfernung getroffen. Ja, soeben hat sich Benjamin verabschiedet gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles mitbekommen habt. Wenn, nein, dann tut es mir leid. Ich glaube, die Maße habt ihr noch mitbekommen. Und ich habe dann am Schluss mal gesagt, sobald ich wieder etwas vor die Flinte bekommen, melde ich mich wieder und durfte wieder dabei sein. Aber ich glaube, das brauche ich mittlerweile nicht mehr sagen, das weiß schon jeder. Aber ja, dennoch, es kann ja sein, dass der eine oder andere neu ist von euch.
Und ich begrüße natürlich auch mal die Neuen, die was hier zuschauen, die was nur zugucken, aber nie kommentieren oder nie irgendwie abonnieren, weil sie einfach nur mich sehen wollen oder die Videos sehen wollen. Das ist natürlich auch okay. Also auch an euch mal ein schönes Dankeschön. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn auch von euch mal ein Like kommt oder auch mal ein kleiner Kommentar. Denn ich beantworte natürlich so weit wie es geht alle Fragen, die was zum Game sind. Und manche Fragen kann ich nicht beantworten, die was eigentlich dann zum Support gehören. Aber da verweise ich euch dann schon an den Support, wenn ich was nicht beantworten kann. Gut, ja, das war's dann jetzt erstmal. Und ich gehe weiter auf die Jagd und schaue mir erstmal, was da hinten ist. Was ist das? Ach, kein Tier. Okay, und sobald ich was tut, melde ich mich wieder. Bis dann. Ja, Leute, da bin ich wieder. Soeben habe ich einen Call vernommen von einem Weißwedelhirsch, männlich. Hab zurückgecallt, der müsste aus dieser Richtung kommen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Mir schmiert die Bandicam dauernd ab. Also wenn das nicht besser wird, würde ich mal kurz unterbrechen, Spiel neu starten. Also mein Zelt hier aufbauen. Nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr euch denkt, warum in der nächsten Folge wieder ein Zelt steht. Weil alle paar Minuten. Da war er wieder. Alle paar Minuten bricht Bandicam ab. Und ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass wir den Hirsch noch kriegen. Und dann werde ich mal neu starten. Aber ich mache dann die Folge natürlich weiter. Also die Folge geht dann automatisch weiter. Deswegen sage ich es euch ja. Das heißt nicht, dass es das Ende der Folge da ist, sondern einfach nur Neustart und ich möchte ja nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Man kann ja nicht einen alten Spielstand wieder laden, das geht ja leider nicht. So, jetzt haben wir auf, abwarten. Ich lasse jetzt auch die Bandicam an. Und hoffe mal, dass das Tier so schnell wie möglich kommt. Und das ist ein Riesen. Weißwedelhirsch ist. Ja, wo bleibt er jetzt? So was kann immer dauern. Also ich sehe noch nichts im Gestrüpp. Hören tut mir auch noch nichts. Denk mal, der ist noch zu weit weg. Nichts, nichts, nichts. Ich schalte jetzt mal nochmal ab und melde mich, sobald der Weißwedelhirsch in der Nähe ist. Bis gleich. Okay, und hier ist er. Hat sich hinter dem Baum versteckt. Und ja, der schaut ganz gut aus. Den holen wir uns natürlich mit dem Revolver. Und liegt. Jawohl. Schön. Genau so muss es sein. Genau so. So, ich werde den jetzt noch schnell bestätigen und dann stelle ich mein Zelt auf. Zuerst da hinten noch die Spur mitnehmen. Das ist jetzt egal, ich muss jetzt so neu starten, weil wir schauen, ob ein Bandicam dauernd abstirbt. Aber ihr wisst ja dann Bescheid, ist ja nicht schlimm. Jo. Nehmen wir das gleich mit. So, und dann schauen wir mal, was er hat. Ich hoffe, die Bandicam stürzt jetzt nicht ab. Ah, ja, genau. Körper, linke Lunge, Herz, rechte Lunge, ein richtig guter Schuss. 85,5 Kilo, Score 104,880. Jo, kann sich eigentlich sehen lassen. Gut, ja. So, dann baue ich jetzt hier meinen kleinen Hochsitz ab und stelle gleich mein Zelt auf.
So. Gut, dann stellen wir das Zelt, wo es weiß ist, gleich hier auf. Egal. Passt so. Gut, und ich starte mal schnell komplett neu und dann passt es wieder. Bis gleich. Ja, so, ich habe jetzt Bandicam mal geupdatet. Es gab ein kleines Update. Vielleicht geht es jetzt besser. Und ja, ich hoffe, es stürzt nicht mehr ab. Spiel neu gestartet. Es dürfte normalerweise nichts mehr schief gehen. Entschuldigung. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass es besser funktioniert hier. Okay. Ja, da ist mein Zelt. Das reißen wir jetzt erstmal ab. Brauchen wir nicht. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und ihr kennt ja die Prozedur. Ich brauche ja nichts mehr sagen. Bis gleich. Also ich muss sagen, es ist schon der Wahnsinn. 20 Meter gelaufen und schon vernehme ich wieder ein verwildertes Schwein. Und ich habe gesagt, auf dem Weg da drunter, es wird also eh ein langer Weg, werde ich natürlich alles, was ich irgendwie werde, mitnehmen. Und einfach mal schauen. Und sobald ich das Schwein in meiner Schussposition habe, seid ihr natürlich mit dabei und seid Zeuge, wie ich ein Wildschwein lege. Bis gleich. Ja, Leute, hier haben wir das verwildete Schwein. Es kommt schön auf uns zu. Und wir werden natürlich hoffen, oder ich hoffe zumindest, dass es wieder ein guter Schuss wird. 155 bis 185 Kilo schwer. Männlich. Jo, dann werden wir mal schon zu unserer Waffe greifen. Mal auch mal schauen, wo ist er jetzt hin? Wahrscheinlich hinter dem Baum. Warten wir einfach noch ein bisschen ab. Denn nur wenn der dann hinter dem Baum vorkommt, wird schwer, weil dann ist er relativ nah. Der kann uns dann entdecken. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Versteckt er sich in dem Stein. Verdammt nochmal. Das wollen wir aber nicht mehr. So, jetzt gibt man noch eine Bestätigung. Männlich, jawohl. So, ich weiß jetzt nicht, wohin ist. Aber ich denke mal, wir haben Glück und deswegen ist er nicht allzu weit. Gut. Bauen wir das gleich mal ab. Und dann schauen wir mal, wo er ist. Was wir getroffen haben, ist natürlich erstmal wichtig. So, hier haben wir die Blutlunge Herz. Okay, das heißt, er ist nicht allzu weit. Das ist die Spur, wo er gekommen ist und das ist die, wo er abhaut. Ich nehme mal die mit. Und da oben liegt er, glaube ich, schon, wenn ich richtig gesehen habe. Jo, den habe ich gut erwischt. Ja, da liegt er. Da ist er. Ich nehme dafür die hintere Spur da noch. So. Und dann schauen wir mal. Linke Lunge 184,1 Kilogramm 833,180 T. Für was steht überhaupt das W oder das T? Wenn das jemand weiß, bitte Bescheid sagen. Aber so sieht er ganz gut aus. Wir hatten wieder mal Glück. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Und beim nächsten Mal seid ihr natürlich wieder mit dabei. Und ja, bis dahin erstmal abwarten und Tee trinken und ich melde mich dann wieder. Ja, und hier bin ich wieder. Und da vorne sehe ich etwas. Und zwar wieder ein verwildertes Schwein mitten auf der Straße. So, ist männlich 170 bis 250 Kilo schwer. So, dann schauen wir mal.
wo wir es getroffen haben. Ob wir es überhaupt getroffen haben. Das müsste jetzt schnell gehen. So, also die Stelle markieren. Ungefähr. Dann nehmen wir natürlich diese Spuren hier mit. Und stehen mal auf und schauen mal, ob wir irgendwie Glück hatten. So. Muss hier irgendwo die Spur sein. Okay. Dann schauen wir mal. War das doch so weit hinten? Ja, getroffen habe ich etwas. Und zwar ein Körper. Oh, das wird eine lange Nachsuche werden. Ich mache jetzt auf jeden Fall dieses Ding schon mal weg. Und dann einfach mal gucken. Das kann nicht sein, dass es das hier ist. Ja, hier liegt Blut. Dann schauen wir doch mal. Hoffen, dass es nicht allzu weit weg ist. Nein, da oben liegt es, glaube ich, da vorne. Wenn mich nicht alles täuscht. Da liegt auf. Nein, das irgend, es rennt weiter. Ah. Ja, es ist nur verletzt. Aber das kriegen wir auf alle Fälle. Hoffe ich mal, hoffe ich mal, hoffe ich mal. Auf alle Fälle, warum ist heute kein Wettbewerb? Schießt so viele verwirrte Schweine, wie es nur geht, und kassiert dafür einen guten Score. Dann hätten wir schon ganz gut und vorgearbeitet, schätze ich mal. Normal müsste der Skill jetzt auch bald nach oben gehen. Ja, er verliert einfach viel zu wenig Blut, um schneller liegen zu bleiben. Aber es ist, ja, da liegt er jetzt. Okay, da haben wir einen. Ja, schauen wir mal, was er uns gibt. Was? Ja, Körper getroffen, 56 Meter verwildete Schwein, 181,8 Kilo, 697,215 W. Ja, was, für was steht das W? Also, ich habe wirklich auch noch Fragen, aber naja. Vielleicht weiß es jemand von euch, dann einfach Bescheid geben. Gut, und ich setze meine Reise fort und melde mich wieder. Bis dann. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Jetzt kommt ein weibliches verwildertes Schwein. Nehmen wir natürlich mit, weil es gibt ja auch ein Score. Wisst ihr dann aus dieser Richtung kommen? Ich habe gerade einen Call gehört, war sehr nah. Ich habe zurückgecallt. Dann habe ich mich hingelegt und einfach gewartet, und man hört ja jetzt schon, wie sich etwas anschleicht. Nur sehen tut man noch nichts. Ich schaue jetzt mal noch mal, ob man irgendwie was sehen. Nein, leider noch nichts. Aha, ich habe jetzt gerade das Zeichen, dass ich mich still verhalten soll. Müsste also jeden Augenblick auftauchen. Na komm, Schweinchen. Na komm schon, da unten, da ist es. Weibchen.
135 bis 165 Kilogramm. Weiblich. Gar nicht allzu weit weg. Oh. So. Machen wir natürlich mit der Pistole. Und liegt. Ja. Ja gut, aus dieser Entfernung ja kein Wunder. Gut, dann stehen wir mal auf. Schauen wir uns an. Sehen wir da irgendwelche Spuren, die wir gleich noch mit aufsammeln können. So ein, zwei Stück wäre natürlich nie schlecht. Ich sehe da jetzt nicht. Nein. Also ich schaue immer gern noch, ob ich noch irgendwo ein, zwei Spuren finde. Doch, da unten ist eine. Die nehmen wir mit. Die holen wir uns. Und dann gehen wir zurück und holen uns das Tier. So. Genau, verwildetes Schwein zieht. Und da oben liegt es ja. Ja, sieht einigermaßen gut aus. Schauen wir mal, wie groß das ist. Welchen Score das wir bekommen. Und was wir getroffen haben. Gut. Ja, getroffen rechte Lunge. Aus 8 Meter Entfernung. 150,8 Kilogramm. Einen Score von 332,373 W. Gut. Also, schaut doch heute ganz gut aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Tier. Bis dann. So, da bin ich jetzt erstmal wieder. Ich habe jetzt gerade hier die Spur aufgenommen und ich höre gerade irgendwo etwas laufen. Da vorne, und zwar weiblich. Schade. Ich dachte, ich habe Glück und es wird männlich sein. Na, wo ist es jetzt? Da kommt es raus. Ist weiblich. Nein, ist männlich. Ja, leck. Weißwedelhirsch. Und ging zu Boden. Jawohl. Na, besser wie heute kann sie wohl nicht laufen, oder? Auf alle Fälle war das jetzt erstmal mein letzter Schuss für diese Folge. Ich schwöre jetzt mal mein Zelt auf, denn wir sind bald am Ziel und ich habe gesagt, ich möchte 4 Folgen draus machen. Natürlich können auch 5 draus werden, ich weiß es noch nicht. Aber wir sind schon relativ nah jetzt am dem Punkt, jetzt werde ich nur noch schnell die Losung mitnehmen. Weißwedelhirsch ziehend und da liegt er dann. Wow. Ja, auch schon wieder ein schöner. Ja, aber nur ein 108er Score. 69,2 Kilo. Also relativ leicht. Naja, ich möchte gern wissen, warum ich mal so einen richtig großen erwische. Aber viele kleine geben auch einen großen. Gut. Dann werde ich jetzt hier mein Zelt errichten. Ich zeige euch jetzt dann aber erstmal, wo wir uns jetzt befinden. So, wir befinden uns jetzt hier. Also hier geht es zu einem Lodge. Also wir sind eigentlich schon relativ weit gegangen. Wir sind hier wir sind hier gestartet. Und dann sind wir hier rum. Also haben zuerst hier das verwilderte Schwein geschossen, dann hier. Und beim nächsten Mal sind wir dann hier. Ich weiß nicht. Ach, ich werde doch noch ein bisschen weiterlaufen. Ich mache hier doch noch keinen Cut. Ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Mal schauen, was noch passiert. Und dann sehen wir weiter. Jo, bis gleich. Ja, Leute, wenn wir schon mal hier sind, da war ich noch nie. Und da will ich jetzt hin. Und da unten, mal schauen, was da ist. Und eventuell dann auch dort dann das Zelt aufstellen. Also, mich würde das interessieren.
Ja, das ist wieder ein männlicher Fasan, aber interessiert uns nicht. Ja, gut, und weil sobald wir da unten sind oder etwas vor die Flinte läuft, bin ich wieder da. Bis gleich. Ja, so Leute, da bin ich wieder. Es sieht aus wie eine riesen Hängebrücke, wenn ihr das mal anschaut. Wow. Und schon wieder bin ich voll überrascht von dem Game. Geile Omat. Das wird der Hammer. Krass. Das ist geil. Ja, da gehen wir jetzt hin. Stellen davor dann unser Zelt auf. Und bei der nächsten Folge gehen wir rüber. Das ist echt super. Mal ein bisschen näher ran. Mal schauen. Wow. Ja, voll cool. Mal aufstehen hier. Hopp, aufstehen habe ich gesagt. Jo, geil. Wow, super. Ja, doch, das überrascht mich schon wieder voll. Ja, ich werde jetzt dann eh bald Schluss machen. Das heißt, wir können ruhig mal ein bisschen rennen. Denn ich möchte dorthin. Weil erfolgreich waren wir ja eh. Fleißig waren wir auch. Können wir uns jetzt ruhig mal ein bisschen die Gegend anschauen. Boah, die Hängebrücke ist geil, die macht mich fertig. Ich hoffe, man kann drüber gehen. Ja, wo ist er jetzt? Da vorne. Ja, da ist er. Ja, Maultierhirsch, oder? Weißwedelhirsch, weiß nicht. Gut, hier ist die Brücke. Die Hängebrücke. Ist das der Hammer, oder Leute? Danger, aha, Vorsicht. Okay, betreten auf eigene Gefahr. Cool. Voll cool. Ja, betreten tun wir sie morgen. Oder besser gesagt in der nächsten Folge. Und dann machen wir den Rest der verwilderten Schweine. Das ist ja dann eh da unten. So, das ist echt super hier. Ja, dann stelle ich jetzt hier mein Zelt auf. Mal schauen, ob wir gleich einen guten Platz finden. Jawohl, da haben wir schon einen. Hopp. Na? Nee, nicht da, direkt am Abgrund. Jawohl, genau hier. Und da werden wir in der Früh rauskommen aus dem Zelt, dass er sofort den Blick hat auf die Hängebrücke. Gut, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und ich kann es auch immer wieder wiederholen. Ich danke euch, dass ihr so fleißig zuschaut. Ich danke euch auch, dass ihr liked, dass ihr kommentiert, dass ihr abonniert. Und wer es noch nicht getan hat, tut es bitte. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Zehanda Missionen mit John Myers. Okay, bis denn. Ciao, ciao.